Hallo liebe Supporter, hallo liebe Startnext-Freunde. Bonjour. Wir melden uns heute zu euch aus dem wunderschönen Rio de Janeiro. Eins kann man euch versprechen, dies hier wird somit das einzige bekannte Bild bleiben, was ihr von Brasilien kennt. Natürlich die Copacabana hinter uns. Aber die Copacabana ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter rüber, aber Ipanema sehen wir hier hinter uns. Ja. Und das ist natürlich alles wunderschön und gehört natürlich auch mit Brasilien dazu. Aber wir möchten ein Projekt starten, was Brasilien, dieses Boomland, was so im Fokus steht, die nächsten 2 Jahre mit der Weltmeisterschaft und mit Olympia, in einem etwas anderen Licht erzählen. Wir finden, es gibt zu wenig Geschichten von den Menschen hier in Brasilien und zu viele Vorurteile, zu viele Stereotypen. Deswegen werden wir euch nicht die Statue Christus zeigen, werden euch nicht den Zuckerhut zeigen. Wir zeigen euch Projekte wie Zico Days, die sich damit beschäftigen, Favela-Kindern den Zugang zu Sportstätten zu ermöglichen, zu Fußballstätten, regelmäßiges Fußballtraining zu bekommen. Wir werden euch ein Umweltprojekt zeigen. Ganz generell wollen wir einfach zeigen, dass es was so möglich ist, mit ein bisschen sozialem Engagement und irgendwie Freude an der Sache, sowohl hier in Brasilien als auch bei uns in Deutschland. Wir sind zurzeit hier auf der Recherchereise in Brasilien und sammeln schon mal Eindrücke, Geschichten, Kontakte. Wir sollten uns vorstellen. Ich bin Martin Bonzio, ich mache Regie auf diesem Projekt. Der Jonas hat mich eingeladen, hieran teilzunehmen und der Jonas wird sich jetzt selber auch nochmal vorstellen. Genau, ich bin Jonas Hieronymus. Ich produziere das Ganze zusammen mit Sabine Volkmann, unserer Firma Paper Guide Pictures, und werde als Kameramann diese Reise auch begleiten. Sabine hält im Moment in Deutschland die Stellung. Und da so ein Projekt sich nicht von alleine finanziert, sind wir auch auf eure Hilfe angewiesen. Wir wollen die Leute, die wir hier jetzt kennenlernen, wieder besuchen im Sommer. Wir wollen eine Reisegruppe begleiten, die zur WM hierher fährt und diese nachhaltigen Projekte besucht. Ein Trommelprojekt zum Beispiel oder ein Capoeira-Projekt und viele, viele weitere soziale Projekte, wo versucht wird, Menschen und Natur bzw. Sport oder Integration zusammenzubekommen. Guckt euch unsere Videos an. Wir versuchen, das abzudecken, was die Sender nicht abdecken hier in Brasilien und auch in Deutschland. Dafür brauchen wir eure Hilfe, weil wir haben keinen Sender an Bord. Wir haben keine Filmstiftung an Bord. Wir finanzieren uns privat und mit euch. Wir wollen das Ganze möglichst interaktiv ins Netz bringen und ein Projekt auf die Beine stellen, was Brasilien, Brasilianer, Deutsche zusammenbringt und hoffen auf eure Unterstützung. Wir sagen ciao. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ade mais. Und muito obrigado. Muito obrigado. Quem vai ganhar a Copa desse ano?